Moin Leute! Wir sind wieder da, nämlich die Murmelkutscher. Moin Leute, herzlich willkommen heute Abend. Jetzt mal ein bisschen andere anfangen. Ja, ich bin wieder dabei. Was geht? Grüße. Ja, ist jetzt mal ein bisschen ein anderer Start. Wir koppeln jetzt ab. Genau. Ich bin einfach mal auf die Idee gekommen, ein bisschen zu filmen. Ja. Und das ist spitze. So. Da hinten ist die Lagerte. So. Wir sind gerade in einem Immobilienwerk. Ich weiß gerade nicht, welches das ist. So. Ihr seht jetzt quasi aus meiner Sicht. So. Da sind wir. Da ist er, the man of the man. The man of the Möbelkutscher. So. Hier ist der Möbelkutscher aus Deutschland. Genau, Freunde. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich muss das so filmen, dass man mich sehen kann. Genau. Ich schicke jetzt Sohnemann erstmal los zu dem neuen Auflieger mit der Sackkarre. Der macht das schon mal aus, das der Ballen. Und wenn ich dann mit der Zugmaschine hinkomme, dann filmt er uns das auch drunter fahren. Na, Lia, machen wir das so? Ja. Alles klar. Also? Jetzt. Ciao. So, ja, Leute. Da, der Papa parkt gerade ein. Ich chill hier ein bisschen. Und ja, jetzt parkt er ein. Ich nehme euch jetzt mal mit. So. Jetzt ist er dran. Ta 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 ta. Da kommt er. Der Möbelkutscher from Germany. My English is not bad. Oh, da ist das Ding. So. Ja. Erstmal Grüße an alle der India Premiere, wie immer. Das ist jetzt die England-Tour, naja, Wales-Tour, um genau zu sein. Wir sind jetzt noch in Deutschland, beim Nobiliarwerk, wie man... Sag einfach, sehr, größter Hersteller Europas. Ja, größter Hersteller Europas. So. Wahrscheinlich sogar der ganzen Welt. Ja, der ganzen Welt. Größter Küchenhersteller der ganzen Welt, genau. So. Erstmal direkt hier wieder in die Schule geschickt. Ja. Ja. Ihr könnt jetzt auch schon mal in den Chat schreiben. Erstmal normal hallo an alle in der Premiere. Ich hoffe, es geht euch ein gut. Der ist schön voll, ne, Liam? Ja. Finde ich auch. Hier sieht man nochmal ein bisschen von weiter weg. Was schön ist das eigentlich nicht. Ja. Vor allem, unser erster Kunde hat überhaupt keine Rampe. Och nee. Genau. Ja. Ah, ey, der Auflieger ist Mist neu. Der ist wirklich richtig neu. Hier sieht man. Nicht so nah dran, Liam. So, Freunde. Ich bin noch gar nicht nah dran. So, Freunde. Liam und ich, wir werden uns jetzt auf den Weg machen, denn diese wunderschönen Küchen, die möchten natürlich zu ihren neuen Besitzern. Also, bis später. Rein gehauen. So, Freunde. Feierabend ist. Und ich habe Sohnemann gleich ins Bett verfrachtet.
werde auch gleich das gleiche tun. Paul hängt noch ein bisschen zurück gerade, denn er musste noch tanken. Das musste ich aber zum Glück nicht. Wir können ja auch so reden. Ich will mein Tablet gleich auch ins Bett gehen und morgen fahren wir dann gemeinsam in Kolonne los, sodass wir gemeinsam auf dem Schiff ankommen. Alles klar? Bis denn. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zurück. So, wer hat da seinen Schlappen verloren? Also ich war's nicht. So, wir machen jetzt mal unseren obligatorischen Rundumgang, um zu gucken, ob alles okay ist. Das sieht aber bisher alles sehr gut aus. Da passt eh keiner mehr mit drauf. Sehr schön. Übrigens, da drüben haben wir einmal Paul stehen und dahinter steht Sean. Wisst ihr Bescheid, ne? Und wir werden gleich in der Dreierkolonne dann einmal schön durchfahren Richtung Hafen. Übrigens, Liam sitzt bei mir im LKW. Ah, herrlich. So, weil Sean werde ich jetzt erstmal fragen, bevor ich ihn filme, ne? So, Freunde. Ah, herrlich. Also, wir sind wieder unterwegs, sind in Belgien. Es sind noch 239 Kilometer bis in den Hafen. 16 Uhr Fähre ist heute definitiv drin. Und dann wollen wir mal schauen. Ja, wir fahren jetzt nicht mehr in Zweierkolonne, wir fahren jetzt in Dreierkolonne, denn ja, wir haben auch Sean jetzt auch mit in der Kolonne drin und das ist auch ganz gut so. Ja, das wird schon ganz cool, denke ich mal. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde, ich werde mal meinen ersten Kunden kontaktieren und beziehungsweise unseren ersten Kunden und dann schauen wir mal, was der Tag so verspricht. Na, alles klar? Wenn ihr hauen. Moin Leute, da sind wir wieder. Wir fahren jetzt auf die Fähre auf, da ist das gute Stück. Hallo, ich sehe. So. Jetzt geht's auf die Fähre. Ist jetzt mein erstes Mal in Großbritannien. Ist jetzt ganz witzig, wir sind schon in Großbritannien, sind aber eigentlich noch in Frankreich. Also wir sind schon in Großbritannien, aber halt nicht auf der Insel. Schwer zu erklären. So, jetzt geht's auf die Fähre. Hier vor uns schön die beiden Nobilias. Und wir fahren schön in den Schlund, in die Hölle. Wir fahren in, die fahren in den Himmel, wir fahren in die Hölle. Ach Quatsch. Okay, ich freue mich so doll. Wenn wir gleich auf dem Schiff sind und ich den Motor ausmache, muss dann relativ zügig die Kamera aus, damit du ausschalten kannst. Okay. Ja. Okay. Ja. So, jetzt fahren wir in den Schlund. Das ist gerade ziemlich Ebbe. Ebbe? Deswegen fahren wir runter. So. Ist das Schiff über Wasser gehoben? Wie meinst du das? Das sieht so aus, als wäre das über Wasser. Nein, das hat doch noch eine Etage unten drunter. Ah. Wo dann die ganzen Maschinen und so sind. So. Gibt es dann hier gleich einen Aufzug oder wie kommen wir nach oben?
treffen uns vor dem LKW gleich. Also gehen wir gleich vom LKW. Ja, mal gut, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay. Weil der hier steht nämlich ziemlich weit auf unserer Spur. Ja, wir haben nah am Eingang unserer Dingens. So Leute, so wir haben jetzt den Hafen von Dover erreicht und dementsprechend werden wir gleich losfahren. Und wenn wir schon ein Kamerakind haben, dann setzen wir Kamerakind auch mal gleich wieder ein. Kameramann. 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 Lernen wir ab. Ihr wisst Bescheid. Jetzt müssen wir gleich erstmal noch eine Runde fahren, so um die 200 Kilometer. Kriegen wir aber locker hin. Und dann, ja, alles weitere gleich, wenn Liam die Kamera führt. Bis gleich. So, wir fahren jetzt aus der Fähre raus und genau, also, wir wollten jetzt, was wollten wir jetzt nochmal? Kommentier doch einfach, was du siehst. Ja, ich sehe gerade vor uns einen Nobilia-Auflieger, der vom TÜV Nord geprüft wurde. Nein, Spaß. Ja, wir fahren jetzt aus der Fähre raus. Hab mich die ganze Zeit auf der Fähre gelangweilig bis auf der Essen. Du musst vor allem gucken, wo die Kamera hin zeigt. Ne? Das musst du immer mit im Blick haben und dann dabei erzählen, während du quasi durch die Kamera ja, schaust. Ja, und dann gibt es eine Biene, die ich meine, die heißt Maria. Ja, genau, das hier, wir fahren jetzt halt auf der Fähre. Ach, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich weiß gerade nicht. Ich bin gerade nicht so der Klügste. Ist ein Sack. Wie war das denn für dich, das erste Mal Fähre fahren? Das erste Mal? Ja, auf der Fähre. Oh ja, auf dieser Fähre. Essen war geil. Ich konnte mein Hobby gut ausüben. Ja, es war langweilig die ganze Zeit rumzusitzen. Ja. Und ich habe Lust auf Pfannkuchen. Also Pfannkuchen mit Nutella, das ist jetzt geil. Aber Feierabend machen wir erst in ein paar Stunden. Und da gibt es dann wahrscheinlich Soba. Soba oder was anderes. Jetzt fahren wir erstmal raus. Da hinten ist der gute Paul. Ersten Kunden werden wir morgen machen. Morgen werden wir auch nach Wales, in Wales ankommen. Hier sind die White Cliffs, heißen sie, glaube ich, oder? Genau, die White Cliffs of Dover. Ja. Ist jetzt ganz schöner Blick. Hier sind die ganzen PKWs. PKWs und daneben LKWs. Ihr könnt hier mal in der Premiere, ich grüße euch alle. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu diesem Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Holt euch am besten jetzt schon mal was zu snacken. Holt euch ein Getränk. Und alles ist gut. Die, die jetzt nichts da haben, ja, Pech. Haha, nein, Spaß. Natürlich kein Pech. Nehmt euch einfach ein unsichtbares, isst einfach Luft. Erzähl doch einfach mal, wie das jetzt für dich ist. Du erlebst doch gerade. Du musst doch den Leuten jetzt deine Eindrücke erzählen können. Wie also das so für dich ist und so. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, da sind Bunker, die zugemauert wurden. Ja, siehst du, habe ich noch nie gezeigt. Kannst du den Jungs mal zeigen. Ja, da hinten, ja, jetzt wird das Schild, versperrt es jetzt. Da hinten ist aber irgendwas zugemauert. Ach, das ist alles im Weg. Da, irgendwas ist da zugemauert. Ich finde es ganz cool, bei meinem Papi mitzufahren. Ich finde es ganz cool, Videos zu machen. Und ich mag es, dass man so viel Fertiggerichte essen kann. Das ist so geil. Und ja, dann
finde ich noch ganz toll, dass man ja, ich sage immer nur ja. Ich finde halt toll einfach, dass ich mitkommen kann und dass mein Papa YouTuber ist. Ich werde auch mal ganz groß YouTuber. Ja, es ist jetzt mein erstes Mal in Großbritannien. In Great Britain. My first time in Great Britain. My English is not so good. I'm nicht aufpassen in school. And I'm too much chilling in the pool. Ja. Oh, hier sieht man auch viel mehr LKWs, sind so im Trucktreffen-Style. Was gucken die eigentlich hier? Die suchen Kennzeichen, die sie noch durch den Scanner jagen oder nochmal komplett auseinanderflücken. Kennzeichen? Ja, zu LKWs. Ach so. Was ist das hier? Da hinten wird kontrolliert vom Zoll. Nein, ich meine dieses große Haus hier. Alles Zoll. Zoll? Ja. Und warum müssen wir nicht da rein? Weil unsere Angelegenheiten erledigt sind. Hier sind ganz... Ich finde krass, hier können richtig große Schiffe anlegen. An diesen Teilen. Oben ist eine Aussichtsplattform. Sieht man jetzt wegen der Brücke nicht. Wieder ganz toll. Ja, ist das eigentlich ein Fjord hier? Nein, das ist die Küste. Die ganz reguläre Küste. Ja. Da oben ist auch irgendwas ist da reingebaut. Ich glaube, da sind Bunker in diesem. Den White Cliffs. Hier, da oben. Da sieht man's. Da laufen Menschen rum. Da oben sieht man's ganz gut. Ja, da ist irgendwas, irgendwelche Bunker oder Mineneingänge sind da reingebaut. Irgendwas hat dieser Berg auf sich. And here is the Meer. Genau, da vorne ist ein bisschen Strandpromenade, ne? Das ist auch ein Strand. Oha! Blanchi, Blanchi! Und wenn dann gleich die Engländer fragen, where's your pass? Dann sag ich, yes, I have the Fortnite Battle Pass! I love the Fortnite Battle Pass! Ja, die meisten haben schon abgeschaltet. Ich merke, ich sag ganz oft ja bei diesem Video. Ja, weil du dir, das sind so Füllwörter, mit denen man sich Zeit zum Überlegen beschafft. So wie oder so. Mhm. Ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben oder jetzt in den Chat, wie ihr das Video bisher findet. Wir werden auch diese Woche noch natürlich ein paar nice Podcast-Folgen raushauen. Ja. Von dem auf dem Bockblock Pod. Auf dem Bockpod Block. Oder wie heißt der? Auf dem Bockpod. Genau. Auf dem Bockblock. Und was denkst du so? Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass wir auf der anderen Straßenseite fahren? Stimmt! Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Alter, ist das geil! Sag mal nicht solche. Ja, das ist nice, okay? Es ist nice. Ich hab das noch gar nicht. Ist dir noch gar nicht aufgefallen, ne? Ja. Ist auch das, was ich den Leuten immer sage. Es ist dadurch, dass jeder hier so fährt, fällt dir das gar nicht auf. Das ist gar nicht anders. Das ist krass, ich hab das einfach gar nicht bemerkt. Also, hä? Hilfe! Ich wurde von einem Virus befallen. Ich hab's nicht bemerkt. Nein, ich glaube, ich bin nicht von einem Virus befallen. Da hinten sind die Kollegis. Der gute Paul. Und
Ja, mein Hals tut diese Woche nicht weh, aber ich muss die ganze Zeit husten. Was ist das? Oh, hier ist Polizei. Das ist neue Polizei. Ich fühle mich irgendwie so allein. Alle haben so ein großbritannisches Kennzeichen, aber ich, was mache ich? Wir sind hier ganz alleine. Nee. Wir sind die einzigen Deutschen. Er ist so langsam. Aber 200 Meter kommt Kreis, man kann da überhaupt nicht direkt. Wir sind Lettländer. Das ist die Lettländer können nicht gut LKW fahren, hast du mir doch gesagt. Doch, können sie. Das hat damit gar nichts zu tun, aber das ist ein Plan-LKW, der wahrscheinlich sehr, sehr viel schwerer ist als unser. Und es ist ein Arktos davor, der hat halt keine Power. Ja, doofe Kombi, ne? Ja, genau, doofe Kombi. Und gerade wenn es dann bergauf geht, dann ist ein Arktos oder so ganz schnell hin, ne? Oh, ist das ein geiler Ausblick. Deswegen überholen wir den jetzt auch einfach mal ganz schnell. Der war auch komplett kaputt vorne. Echt? Ja. Ja, ist halt ein Arktos-Fahrer. Bemerkt eben, diese Häuser sahen so typisch englisch aus. So typisch englisch, ja. Oh, da hinten schön. Guck mal, da oben ist ein Haus oder was auch immer das ist. Einer lebt da oben. Oh, England ist direkt so eine schöne Landschaft. Schon cool, oder? Sind irgendwelche Türme in den Boden gebaut? England ist wirklich das Land der Bunker. Ich weiß nicht, feiert ihr die Videos, wo ich dabei bin? Billy Nord ist da! Ich übe ein bisschen Englisch. I'm from Germany. Kann du für mich machen Sweets? I love Süßigkeiten from Germany. My English is bad. Erstmal kannst du besser Englisch reden als das, was du da gerade machst. Na? Ja. Mach da keine Witzveranstaltung draus. Film einfach und erzähle. Denn das ist, darum geht es doch, den Leuten, dass du den Zuschauern erklären kannst, was du da Schönes erlebst. Und nicht ja, weil dummes Zeug gibt es im Fernsehen ganz, ganz viel. Na? Halt, guck mal den Turm an, wie hoch der ist. Und da ganz oben ist eine Lampe drauf. Stell dir mal vor, die Lampe ist kaputt und du musst sie reparieren. Dann musst du da hochklettern. Das ist bestimmt 200 Meter hoch. Ich fände, da wäre gerne eine coole Aussicht aufs Meer. Ja, aber da musst du wirklich, darfst du keine Höhenangst haben, sagen wir es mal so. Ich habe Höhenangst. Oder war ein Lost Place? Ein Lost Place. Ich fand, irgendwie ist das... Gerade, es fühlt sich so an, als wäre es normal, dass wir auf der linken Seite fahren. Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch normal hier. Nein, ich habe das noch nie erlebt, aber auf einmal bin ich es gewöhnt. So fühlt sich das an. Normalerweise muss ich mich bei sowas erst eingewöhnen. Niederländisches Kennzeichen hatte der eine. Da machst du mal langsam Stopp, weil ja. Du kannst auch nicht zu lang machen. Dann würde ich sagen, rein, ja. Ja, Freunde, so. Jetzt habt ihr schon mal aus Sicht von Liam gehört, wie sich das so für so einen 10-Jährigen anfühlt, wenn man das erste Mal nach Großbritannien kommt. Und ich glaube, man hört auch ganz gut raus, dass er ein bisschen viel auf einmal war. Ja, das ist auch richtig und cool so. Wir haben jetzt noch ein bisschen zu fahren, um genau zu sein, 200 Kilometer.
werden gleich an der Operation Brock vorbeikommen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann einfach mal später bei euch. Ja, gleich erkläre ich dir gleich wem. Wir fahren gleich dann Londoner Ring, die M25. Ja, ich muss nur mal gucken, ob wir clockwise oder counterclockwise fahren, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann aber sehen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch viel Spaß. Wir sehen uns ja für euch jede Sekunde wieder, für uns jetzt ein bisschen später. Alles klar? Bis gleich. Moin Freunde, ich wollte einfach mal noch mal kurz die Kamera anmachen, weil in Britannien ist jeder vierte Wagen ein Supersportwagen. Naja, nicht hier unbedingt jeder vierte, ne? Ja, das fällt euch jetzt erstmal nicht auf, aber hier ein krasser Audi schon? Dann, hier gibt es super viele Sportwagen. Eben hat uns ein Porsche und dahinter ein Lamborghini Huracan überholt, dann haben wir eben einen McLaren gesehen, schon ein Rolls-Royce, also ein Rolls-Royce. Und jetzt. Drei Ferraris, genau, und eine Million Porsches. Und ganz viele Mercedes. Ich habe auch eben schon ein Maybach gesehen. Mercedes Maybach. Ja. Tesla gibt es ja auch ganz viele. Sind Elektrofans. Hier, man muss mal ganz genau gucken. Dann sieht man auch was. Ja, jetzt gerade ist klar, wenn ich Kameras anmache, dann kommt nichts mehr. Ja. War eben auch so. Bra. Einfach nur bra. Ich muss ganz doll aufpassen, damit ich euch so viel wie möglich über diese Cars erklären kann. Was ist dir denn sonst aufgefallen in Großbritannien heute? Also, ich glaube, die Menschen haben sehr viel Humor. Großbritannien ist schön. Und ja, ich bin nur mitgekommen wegen Fisch und Chips. Das ist doch gar nicht wahr. Spaß. Da hinten ist ein Jaguar. Hier ist ein aufgetunter BMW. Oh, die dürfen viel lauter sein als bei uns. Weil hier gibt es kein TÜV. Oh, das heißt, man dürfte theoretisch mit dem Monster Truck fahren? Nee, TÜV wir tunen. Also solange es Lampen und Blinker hat, darfst du es fahren. Deswegen darfst du ja auch mit dieser Badewanne durch die Gegend fahren. Oder der eine Typ, der das Haus umgebaut hat zum Auto. Der so ein Gartenauto-Haus hat. Deswegen dürfen wir diese Mini-Autos fahren. Hey, jetzt kommt gar nichts mehr. Das ist ja nicht schlimm, dann muss die Kamera aus und dann melden wir uns zum Feierabend. Okay, dann melden wir uns beim Feierabend. So, hi Leute. Wir sind jetzt kurz vor dem Kunden. Morgen können wir schon abladen. Wir suchen jetzt noch eine coole Parkmöglichkeit. Ich finde halt, ich habe jetzt mal die Kamera angemacht. Ich finde diese englischen Häuser so schön. Ich fühle mich hier wirklich wie in einem Film. Das ist wirklich alles. Es ist so schön hier alles. So krass, ey. Und dann auch hier mit der Atmosphäre, mit gleichzeitig noch so ein schöner Sonnenuntergang. Und eben die Straßen, das war wirklich huckelig und kurvig. Da muss man jede. Das war wie Rallye. Könnte man Rallye fahren. Also dieses Land, echt, das hat es mir angetan. Ja, ich weiß, Schweden ist immer noch besser, aber trotzdem, das ist wunderbar. Hier sind auch diese berühmten Hausboote, sich jetzt wirklich jeder eigentlich sich mal eine Galileo-Doku über diese Boote angeguckt hat. Hier ist so ein See und da sind diese Boote halt. Kanäle und Flüsse sind das. Also, ja, das sind diese Boote in Kanälen halt. Also, einfach wie im Film oder als wäre ich gerade hier jedes Haus. Zeig doch hin, wo du hinkommst. Jedes Haus ist wunderbar. Hier die meisten Häuser sehen aus wie so ein Schloss. Das ist wirklich, ey, ich würde hier so gerne wohnen.
Tesla. Hier stehen irgendwelche Autos und nirgendwo. Schön dabei der Sonnenuntergang. Oh, Klaus Bärbel hat sich hingelegt. Noch einmal Grüße an alle in der Premiere. Und alle, die das auch so gucken. So, und jetzt kommt gleich unser Lehmeier, 2 Meilen. In 2 Meilen, dann sind wir da. Genau, und wenn man es in Kilometern sagt, sind wir in 8 Kilometern von hier aus. Also haben wir morgen früh noch ungefähr so 5,5-6 Kilometer zu fahren, sind wir dann beim. Und wir müssen erst um 9 Uhr da sein. Erst? Ja. Heute sind wir erst um 10. Um 10. Da darf ich ausschlafen? Du darfst am Morgen natürlich mit ausschlafen. Ich meine ausschlafen. Nein, ausladen. Ausladen? Ja, da ausladen. Du darfst morgen mit ausladen. Kann ich ja mal Kameramann. Kameramann machen. Okay. Ich gebe die Dolobi mein. Ohio. Oh, guck mal. Ich sag so, ich habe neue Nägel. Und ihr seht das gar nicht. Guck mal, wie schön das ist. Nein, Spaß, ich habe keine neuen Nägel. Beauty Girl. Ja, sorry. Ja, jetzt haben alle wieder abgeschaltet. Es tut mir so leid. Na, ja. Also wie gesagt, wir kommen jetzt gleich zum Lay-By. Da werden wir dann Pause machen heute. Und das ist auch gut so. Kurze Erklärung, was ein Lay-By ist. Das ist sozusagen eine an der Seite ist sozusagen ein kurzer Abschnitt, ist ein Standstreifen, nur dazwischen ist ein Mini-Rasthof. Sowas in der Art. So eine Art Parkbucht, nur dass dazwischen halt noch so ein sowas, nur dass halt dazwischen noch so ein Ding ist. Genau, halbe Meile. Mit Dingen meine ich jetzt natürlich nicht das, was ihr denkt. Mit Dingen meine ich Bordstein. Bordsteinkante. Großbritannien, meine Perle. Ist eine schöne Stadt. Das ist mein zweites Haus. Es ist mein Leben. Nee, Schweden ist mein Zuhause. Da. Wow, wir haben die ganze Parkbucht für uns alleine. So, das ist so. Ja, Google wollte ich auch mal kurz meinen. Genau, Google ist der Meinung, wir sind jetzt auch wirklich da. Ja, und da, hier ist halt das, was ich gemeint habe. Hier ist noch so ein Abschnitt, halt Mini-Rasthof. Da würde ich mal sagen. Bis morgen. Rein hier hauen. So, Leute, also wir sind jetzt tatsächlich angekommen, haben jetzt Feierabend und es sind nur noch 5 Kilometer, 5,3 um genau zu sein, bis zu unserem Kunden. Und ich melde uns jetzt mal schnell ab hier, also mich ab, Eingabefahrer 1, Ende Land UK. Und sobald Minute Arbeitszeit ist schon drauf, jetzt sind wir in der Pause. Ich lasse das Auto aber kurz laufen, denn wir brauchen gleich noch den Wasserkocher für unsere Soba-Nudeln. Also bis gleich. Wasserkocher! So, Leute. Ja, ich bin schon wieder Hulk. Hulk. Genau, wir haben uns jetzt Bett fertig gemacht. So, Nummer liegt schon oben im Bett. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Wir haben noch Soba-Nudeln gegessen. Ich zeige euch das morgen mal, wie sowas aussieht und wie man das macht. Und dann gute Nacht, Liam. Gute Nacht. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Schnucki-Hasis. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und eine schöne Zeit. Ja, wir sind gerade aufgestanden. Liam ist noch so ein bisschen müde, aber das sei ihm auch gegönnt. Ich habe schon wieder richtig gute Laune, denn es sind ja nur noch 5,3 Kilometer, bevor wir bei Jason sind, um bei Jason fast den kompletten Auflieger leer zu machen. Denn bei Jason gehen runter insgesamt einmal 57 Kubikmeter und dann 8,8 auch nochmal.
Das heißt, wir haben über 65 Kubikmeter, die wir alleine schon bei Jason abladen. Und auf dem Auflieger sind 75 drauf. Liam, wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Willst du gleich filmen, die Anfahrt zu Jason? Gerne. Sehr schön. Also für euch wird es auf jeden Fall spannend. Bis gleich. So, Freunde, los geht's. Liam, wie geht's dir? Mir geht's super. Und dir? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich auf Jason. Ja, ihr habt schon gehört, wir fahren jetzt zu Jason, zu dem Kunden. Der kriegt eigentlich den ganzen Auflieger. Ich glaube, ich weiß, warum der das gemacht hat, damit er uns so lange wie möglich bei sich behalten kann. Ja. Deswegen kriegt er auch zwei Bestellungen direkt für sich. Ja, ich wollte jetzt einfach nur mal die Fahrt nach zum Kunden filmen. Weil ich habe ja gestern schon gesagt, ich bin so erstaunt von England. Wir sind jetzt eigentlich in England, ne? Also in dem... Ja, wir sind jetzt in England. Also wir sind auf der Insel Großbritannien. Da, ne? Da sieht man's. Genau. Und wir fahren jetzt zu KBB Logistics. KBB. Kevin De Bruyne. Ich kann es Kevin De Bruyne, aber... Ich habe auch gestern Abend, sollte ich jetzt nochmal erzählen, ist mal was ganz, ganz, ich sag jetzt mal, neu für mich passiert. Es ist ein Tesla Cybertruck. Also ich habe nur noch das Heck ein bisschen gesehen. Aber ich glaube, es war ein pinker Tesla Cybertruck. Die sind hier ja schon erlaubt. Also mein erstes Mal habe ich einen Tesla Cybertruck, glaube ich, gesehen. Ja, mega, ne? Ja, das ist krass. Und gestern Abend habe ich glaube ich, noch so ein Nissan... Es war ein Nissan Skyline oder ein Nissan GT-R, aber das waren diese Rücklichter. Ja. Diese typischen Rücklichter. Aber ich habe schon öfters Nissan Skylines gesehen. Gar nichts Besonderes mehr für ihn. Ja. Nein, ich meine, ich habe schon Nissan Skyline bei so einer... es ist beim Werrepark, das ist bei uns so eine Mall, sozusagen. Ja. Nur mit einem Stockwerk. Und da war mal so ein... halt... ein Schlüsseldienst. Und der hatte... da in seinem Schaufenster so Sportwagen stehen, also nicht so, da war irgendwie das Heck war abgeschnitten und das Heck war dann da in diesem Schaufenster an so eine Wand gemacht, als würde der da in die Wand gefahren sein. Ja, stimmt. Und dann war da glaube ich ein Nissan Skyline, da hat man die Front gesehen, erkennt man ganz einfach, und halt ein Lamborghini Huracan. Ich glaube, Nissan GT-R. Aber als wir gestern, Liam, als wir gestern das erste Mal hier so Landstraßen gefahren sind, da hast du gleich ein bisschen Angst gekriegt, ne? Oh ja. Weil, man guckt, ja, das sind nur ein Zentimeter Abstand manchmal. Ja, das ist manchmal ein bisschen eng, ne? Das ist eigentlich so ein bisschen, man könnte hier Rallye fahren. Geht's, das ist wie Achterbahn fahren. Achterbahn mit Gegenverkehr. So, da sind wir. Ah ne, das ist nur eine Einfahrt. Wir sind aber fast da. Ich habe ein bisschen abgekürzt. Weil wir über die Brücke fahren dürfen. Ja. Unser Navi denkt nein, aber ich sag ja. Und wenn jetzt ein LKW kommt, dann sind wir... Hier kommt kein LKW, weil offiziell ist die Brücke nur bis 18. Wir sind unter 18? Nee, wir sind jetzt gerade sind wir ein bisschen über 18, aber das macht ist der ja Bund nicht gar schlimm. Nichts.
auf einmal bricht die Brücke ein. Die ist halt so gesperrt, dass hier keine 40 Tonner drüber fahren, weißt du, Liam? Aber wenn ich über die Brücke... Warum ist die Brücke dann nicht eingebrochen, als ich darüber gegangen bin? Da hinten ist unser Stehplatz, wo das rote Auto jetzt steht, da haben wir gestanden. Ja, aber eigentlich, wenn ich auf die Brücke, da wäre die doch eingebrochen. Nein, Spaß beiseite. Da. Wristlip Farm. Ihr könnt jetzt alle mal das Video liken. Und alle, die es noch nicht getan haben, das will ich ja wohl hoffen, dass ihr schon den Kanal abonniert habt. Wenn nicht, das gibt eine 6. Nein, das ist nicht schlimm. Oh, good morning, Jason. We're standing in front of the gate. Can you open it? What? Wenn sich das jetzt öffnet. Ich muss, glaube ich, mal auf den Knopf drücken da. Das letzte Mal, als ich hier war, ging die von alleine auf. Soll ich ausmachen? Umsonst ausgestanden. Glitch in der Matrix. Nein, du stehst auf. Was passiert? Du bist fast da. Was passiert? Es geht auf. Aber echt, da bin ja ich schneller als du. Hallo, Rundi. Oh, hier, man kann ja mal gucken. Das ist eigentlich wie aus so einem Film. KBB Logistics. Kevin De Bruyne Logistics. Süße Schafe. Da ist er, dann melde ich mich mal später. Jetzt fahren wir in das Tor rein. Jetzt müssen wir erstmal auf den Zwischenhof drauf kommen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Und wundert euch nicht, dass ich gerade nichts sage. Das ist jetzt, weil mein Papa muss sich jetzt gerade konzentrieren und ich hoffe, ihr versteht das. Ich glaube, er macht jetzt gerade den Schirm auf. Just that angle like the trailer is in a moment. Okay, yeah, that's no problem.
Ja! Er macht gerade auf. Na Leute? Das ist spannend, ne? Man sieht auf der Kamera diese Bilder von Dingens gar nicht. Zeigt er da mit dem Finger auf dem Bild? Er zeigt noch weiter rein, ne? Ich glaube schon, ich sehe nichts. Siehst du ihn? Ja. Halbwegs. So. Aber jetzt kommen die Hacker-Jungs nämlich noch neben uns her. Wenn die gleich kommen zum Liefern. Und wir können jetzt rausnehmen. Hacker. Und du kannst mitkommen. Okay, ja. Dann. Bis gleich. Gemacht. Es gibt jetzt nicht so viel Filmmaterial, aber wie ihr schon gemerkt habt, gibt es mal wieder ein großes Problem. Welches große Problem? Die Verladung ist nicht ganz so cool. Ist nicht ganz toll. Also sagen wir es mal so. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Und wir beide haben bis zum Ende durchgezogen. Ganz genau. Und Liam hat mitgemacht, wie ein Weltmeister heute.
Du hast echt gut mitgearbeitet, Großer. Du hast viel mehr gemacht. Ja, aber ich werde ja auch dafür bezahlt. Du kriegst ja nur eine Kleinigkeit von mir. Ich krieg doch was? Na, vielleicht. Also, ich werde eigentlich auch bezahlt, mit der Belohnung sozusagen, weltgeteilt. Naja, wer so gut mithilft, muss ja was dafür kriegen, ja? Oh, hier ist nochmal unser Stellplatz. Na, sieht man jetzt nicht, aber... Oh mein Gott! Ja, hab ich gerade die Zeit pausiert und nur wir beide können weiterfahren? Nee, vielleicht hat er telefoniert oder so. Oder sie. Ja. Ja, sie telefoniert. Ach so. Wow, da kommt der. Ist das normal in England, dass man stehen bleibt, wenn man telefoniert? Naja, warum nicht, wenn man es kann? Stört es ja keinen. Hier mitten auf dem Land stört das ja niemanden. Engländer sind ja eigentlich ruhig. Und ganz entspannte Menschen, da beschwert sich keiner. Mhm. Die sind. Ich fände es cool, wenn mal so das Schwedenvolk und das Großbritannienvolk, wenn die mal so zusammen wären. Das wäre voll cool. Oh, die sind gleichermaßen entspannt, ne? Ja, sind beide entspannt. Deswegen mag ich auch Großbritannien, naja, Schottland und Schweden so doll, weil die Menschen einfach... Niemand sagt so, als es packen halt alle mit an und niemand ist irgendwie faul und... Oder es sind einfach nette Menschen. Oder auch leise Menschen. Das ist nicht so, das ist der Unterschied. Zum Beispiel, wenn man in Schweden in ein Restaurant, ja, Fastfood-Restaurant geht, da ist es ruhig. Das ist, wow, die Leute schreien da nicht rum, die flüstern. Ganz genau. Schon. Oder hier in Deutschland ist das ja ganz anders. Da kreischen auch die, ja, okay, kreischende Babys gibt es nur in Deutschland, habe ich das. Nein, die gibt's überall. Ja, aber... Auch jetzt in Großbritannien, da ist es einfach, ich mag das einfach, diese Atmosphäre von den Leuten. Die Leute sind so entspannt drauf, das mag ich einfach. Ja. Guck mal, wir haben viel Spaß gehabt mit den Jungs beim Abladen, oder? Ja. Waren alle nett. Grüße an euch, falls ihr das hört. Warte. Was heißt Grüße auf Englisch? Wishes. Wishes for you boys. Good work. We are finished and... Oh, jetzt fange ich nur noch an, Englisch zu reden. Ja, wir haben es geschafft. Ich dachte schon, wir kommen da nie wieder weg. Echt? Ja. Dabei waren wir gar nicht so lange da. Es ist jetzt noch nicht mal 1 Uhr. So lange, wir haben um 9 Uhr angefangen. Kurz vor 9. Ja, aber wir haben einen kompletten Auflieger abgeladen. Ja, fast einen kompletten Auflieger. Also nicht mal 4 Stunden, das ist gut. Aber wir mussten, ich glaube, so eine Stunde mussten wir einfach nur kurz warten, weil du dieses Teil nicht gefunden hast. Ja, da waren viele Teile, die ich nicht gefunden habe. Ja, also. Die erst später aufgetaucht sind. Sagen wir so, die Verladung könnte besser sein. Aber sie kann immer besser sein, also von daher. Ja. Hauptsache, sie haben irgendwie etwas da gemacht und haben sie eben reingeworfen. Ach ja, so, jetzt stellen wir uns erstmal auf Lay-by und machen erstmal Pause, Großer. Ja. Ist das gut? Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann sag mal bis gleich zu dem. Ja, bis gleich. So, Leute. Ich habe einfach nochmal beschlossen, die Kamera anzumachen, weil es ist hier einfach eine sehr schöne Gegend. Und weil ich finde es einfach, hier ist es wie im Film. Das ist wie im Film. Das stimmt.
überall ist der Union Jack. Was ist das? Na, die Flagge von Großbritannien. Die heißt Union Jack? Das ist der Union Jack. Der Union Jack. Die Ampeln hier sehen auch irgendwie ganz komisch aus. Ja. Ja. Die Ampels. Guck mal, wenn man hier so durchfährt, würde man die Autos weglassen, ist es eigentlich wie im Film. Guck mal, hier fahren auch die ganze Zeit Range Rover, hier fährt Lambo. Hier fahren Bugattis. Hab noch keinen gesehen, aber das wird sich vielleicht heute ändern. Ja. Was wolltest du sagen? Das war gerade eine Polizeistation. Das ist das alte Herrenhaus. Oh Mann. Ja, erzähl doch den Leuten mal was. Die wollen ja, ja was hören. Die wollen ja nicht nur sehen, was du da filmst, sondern die wollen ja auch wissen, was du da filmst und was du dabei denkst und so. Ja, ich denke mir, eigentlich denke ich mir gerade nichts. Also wir sind gerade in Chester. Chester, ja. Chester, genau. Und ernsthaft, es gibt Aldi auch hier? Ja, sicher, überall gibt es Aldi. Aldi lohnt sich. Ja, das ist keine Werbung. Ich finde das hier alles. Ich finde das einfach schön. Ja, hab ich euch jetzt schon tausendmal gesagt, aber das ist einfach England. Ja, England ist einfach schön. Ja. Oh, Fast and Furious Fans! Stimmt. Naja, soll ich mal übernehmen hier? Ja. So Leute, jetzt habe ich mal übernommen hier und könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie das unser Kameramann so macht. Aber ich bin bisher sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ich bin krass. Wir haben jetzt noch 86 Kilometer bis zu unserem nächsten Kunden. Das ist vor allen Dingen eine Menge A-Straßengefahre. Na? Jetzt kommt in 1 Kilometer schon wieder in den nächsten Kreisverkehr. Ja, wir müssen. Und, Oxford University? Ja, die Oxford University, ja. In Oxford. Irgendwas rausgefunden war? Hm? Wurde da nicht irgendwas berühmtes mal rausgefunden? Ja, da. Oxford ist ziemlich bekannt, Liam. Genauso wie Cambridge. Oxford und Cambridge, die sind so, betteln sich immer so ein bisschen, weißt du? Ja. Wer die geilere Uni hat. Und Towcester, die sind mittendrin und sagen so. Ja, genau. Und du schätzt das mittendrin und fragst, darf ich auch mitmachen? Ah, herrlich. Der sagt so, kann ich Bonus haben? Die Leute wissen gar nicht, was Gogos sind. Die meisten wissen es gar nicht. Hast du das? Nö. Hallo, Pokémon. Ich dachte, du hast in den 2000ern warst du ein Kind. Das hat doch nichts damit. Was sind denn Go-Gos? Go, jetzt haben die im Kopfhörer-Podcast, wie der Podcast da heißt, haben die da irgendwie, dass Go-Gos alle Kinder haben, weil die haben sie noch Go-Gos? Alle in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung. Die wissen, was Go-Gos sind. Keine Ahnung. Guten alten Go-Gos. Haben sie noch Go-Gos? Wir kennen noch Go-Go Girls aus den 90ern. Das sind in der Disco, waren das immer Frauen, die extra fürs Tanzen bezahlt wurden. Die haben dann auf den Boxen getanzt und so, um die Leute zum Tanzen zu animieren. Nein, das hat mit Strippen und so nichts zu tun. Das waren einfach nur Mädels, die dafür bezahlt wurden, dass sie da getanzt haben. Okay, kann ich verstehen. Ganz normal getanzt. Ja.
manchmal in so einem Käfig, manchmal auf der Box. Ja, das war immer so, je nachdem, was für eine Motto-Party dann war. Aber und so. Wenn es ein Käfig ist, dann... Nein, nein, ach, kein Käfig, den man zuschließen kann, Liam. Einfach nur so, dass es aussieht. Die waren meistens, hingen die dann so unter der Decke oder so. Ja, das du kannst dir das gar nicht vorstellen, siehst du? Das ist Go-Go. Nein, das hat damit nichts zu tun, Liam. Gar nichts. Ja, Leute, ihr kennt das noch, ne? Go-Go-Girls. Oh mein Gott. Und so ein Mann fällt hier fast vom Glauben ab. Egal. Naja, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen zu fahren hier durch wunderschöne Landschaft. Und wir machen euch später nochmal an. Wahrscheinlich machen wir heute auch nur noch einen Kunden. Und dann haben wir nur noch 4 übrig für den Rest der Woche. Die alle auch nichts kriegen, bis auf einen, der nochmal 8 Kubik bekommt. Dementsprechend sagen wir einfach mal, bis später. Tschüssi. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zurück. So, es ist jetzt Mittwochmorgen. Wir sind gerade aufgestanden. Es ist 8 Uhr. Und wir werden gleich zu unserem Kunden fahren. Zum letzten Kunden, der auch noch wirklich Kubikmeter bekommt. 8 Kubikmeter nach Bristol. Und ich werde gleich die Kamera wieder meinem Sohnemann übergeben, damit er euch so ein bisschen auf den Stand der Dinge bringt, was seine Sicht anbelangt. Ja. Und die Laune ist gut. Der Schlaf war so semi. Wir haben jetzt über 15 Stunden Pause gehabt und kurz bevor wir ins Bett gegangen sind, war die Batterie von der Standklimaanlage, weil hier waren gestern über 30 Grad, relativ weit runter. Das habe ich gestern noch den Motor kurz laufen lassen, bevor wir ins Bett sind, und habe dann ohne Standklimaanlage haben wir dann die Nacht verbracht. Und das war natürlich ein bisschen wärmer als sonst. Ja. Dementsprechend war die Nacht nicht ganz so erholsam, aber lang. Genau. Und wie gesagt, wir fahren jetzt gleich los. Bis gleich. Moin Leute. Ich habe jetzt mal wieder die Kamera angemacht. Wir haben jetzt inzwischen schon Mittwoch, Mitte der Woche und Mitte der Kunden. Genau, passt perfekt. Denn wir sind jetzt auf dem Weg nach Bristol zu unserem nächsten Kunden. Sind jetzt ungefähr noch... In Bristol sind wir schon. Ach so, wir sind ja auch. Wir sind schon in Bristol. Und ja, wir fahren jetzt zum nächsten Kunden. Der kriegt jetzt das meiste von den letzten dreien. Der kriegt, ich glaube, 8 Kilometer, wollte ich schon sagen. Nein. Der kriegt 8 Kubik, da komme ich schon mit nach hinten. Ob ich die Kamera mitnehme, weiß ich nicht. Da ist der gute Papa. Und schön mit Nobilia LKW in Bristol. Alle Mädchen gucken so, oh mein Gott, ich bin verliebt. Erst mal eine Küche bestellen. Nein, Spaß. Wäre schön, aber ihr merkt vielleicht, dass ich noch ein bisschen müde bin. Vertraut mir, ich bin nicht müde. Obwohl, ich bin doch müde. Obwohl, doch nicht. Doch, ich bin müde. Ja, wir sind noch nicht in Wales. Wir sind noch in den guten Great Britain. England. In England. In Great Britannien. Und wir... Ja, Wales gehört ja auch zu Großbritannien dazu hier, ne? Ja. Ich weiß, das heißt, Schottland sind, auch. In Großbritannien sind wir immer. Aber jetzt gerade sind wir noch in England und fahren nach... Ja. Ich hasse es da. Die haben in der OGS... Die haben da die Flagge von England hatten die da hängen, aber die haben gesagt, das ist engländische Flagge, also Großbritannien Flagge, aber dann wollte ich ihnen ganz viel sagen, das ist nicht die Großbritannien Flagge ist, und da haben die mir nicht die ganze Zeit nicht geglaubt, und das hat voll genervt. Genau, die britische Flagge ist nämlich der Union Jack. Ja. Oh mein Gott, da ist der Mannschaftsbus von Crystal Bristol, eine Milton. Crystal Bristol? Ja. Guck mal, das ist auch cool hier mit den Bäumen, ne? Komplettes Dach. Ja.
Wenn es regnet, wir werden nicht nass. Wenn es schneit, wir werden nicht eingegraben. Und wenn die Sonne scheint, wir werden nicht angeleuchtet. Guck mal, das Haus da. Ach, das sind so Vorhänge. Aber auch krass, wie viele Menschen hier leben in Bristol. Ja. Das ist wie... Das ist eine schöne alte Fabrikhalle hier. Oh ja, oh ja, oh ja. Oder ist das eine... Ist das auf jeden Fall irgendwie eine Werkshalle? Das ist bestimmt von früher. Ja. Bristol Crystal. Die richtige Mannschaft ist, glaube ich, Crystal Palace oder so. Crystal Palace. Ist jetzt eigentlich schon das Video, wo ich dabei war, online? Nein. Oh. Sparst du dir das so für später auf? Ja, das lassen wir mal. Weil das ja auch so eine doofe Tour war und es keinen Spaß gemacht hat und wir wenig gefilmt haben. Ja. Lassen wir die mal ein bisschen. Zwar, falls mal eine Woche nichts ist, dann kann ich die. Falls du mal eine Woche Urlaub hast. Genau. Falls du mal von Crystal Bristol zu Hause gehalten wirst. Ja. Okay, ihr könnt ja mal vielleicht kommentieren. Gibt es irgendjemand, der in Bristol wohnt? Also ich frage jetzt mal auf Englisch. Are you wohnen in Bristol? Nein. Did you live in Bristol? I greet you. Great wishes from me to you. So. My English is... Not the yellow from the egg. Also nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Ah, oh Mann, ich mag die Engländer. Der hat gelächelt, als er dich gesehen hat, ne? Ja. Ja, die denken alle, dass ich fahre. Normalerweise fahren ja die Engländer auf... Ist das Lenkrad auf dieser Seite? Schön, alles ist irgendwie so mit so Graffiti. Es gehört irgendwie so zu England dazu. Alter, ist das ruckelig. Das war knapp. Und wer hat diese Sommerferien schon alles im Urlaub gemacht? Ja, ich war schon in der Ostsee. Und ich war schon in England. Diese Sommerferien nur war ich schon in Niederlande, Belgien, Deutschland natürlich, Frankreich, Niemandsland und Großbritannien. Und Wales bald. Wie die Junge mich dann geguckt hat. Oh Mann. Das ist so süß. Oder auch so, mir hat letztens aus, ich glaube da waren wir noch, ganz knapp waren wir da noch erst in Großbritannien. Da hat mir so ein kleines Kind zugewunken. Ich weiß nicht, ob es dir oder mir zugewunken hat, aber das ist so süß. Hast du das gesehen? Ah, kleine Kinder lieben LKWs, das war schon immer so. LAWs? LAWs, genau.
Papa, komm mit dir ins LAW. So, Rosa, jetzt haben wir noch 12 Minuten zu fahren. Deswegen würde ich sagen, machst du gleich mal Pause mit der Unternacht und dann machst du nachher noch mal eine Aufnahme, kurz bevor wir da sind. Ja. Okay, dann rein. Moin, Leute, da sind wir wieder. Wir sind in 3 Minutes da. Also in 3 Minuten sind wir da. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle fleißig Englisch gelernt. Ja, bestimmt. Gibt es jemanden, der irgendwie Englisch studiert hat? Der hier so einen Master oder so ein Dingens in Englisch hat? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. In die Kommis. So, wir sind noch in Bristol. Oh ne, ich muss jetzt an Essen denken. Das heißt, ich krieg Hunger. Ach man, egal. Guck mal, was ist das denn für ein Laden? Ah, der macht Schraubenziehers. Bedwick Trees. Ist keine Werbung. Dieses Video ist Satire. So. Hä? Es gibt auch Lidl überall? Ich dachte, Lidl und Aldi gibt es nur in Deutschland. So, hier auf der rechten Seite müssen wir gleich nochmal abbiegen. Also wir müssen gleich nochmal rechts abbiegen. Und dann sind wir in dem Industriegebiet. Und dann brauchen wir Langdon Removals. Was ist Langdon Removals? Das ist unsere Firma, zu der wir müssen. Okay. Bei Zeta Business Park? Jetzt fahren wir quasi in den Business Park rein, genau. Ach, dann haben wir ein Und typisch britisch ist alles zugeparkt in diesen Industriegebieten. Siehst du, wie viele tausend Autos hier parken? Warum? Ist das von den Arbeitern? Wahrscheinlich. Können die sich das nicht leisten, irgendwie auf dem Parkplatz zu fahren oder? Gibt es nicht Parkplätze? Gute Frage. So, hier müssen wir wohl rein. Also, wie heißt es nun mal? Langdon Removals. Da! Hier, Langdon Removals. Da ist es. Wir fahren gerade drauf zu. Oh Gott, das ist zugeparkt hier. Das mag ich an Great Britain also gar nicht. Okay, oder? So, wir sind Good morning, da. Sir. We still have a delivery of 8 cubic meters. In here, yeah? Yeah. 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 It's okay, thank you. Wo müssen wir jetzt anliefern? Hier links. Ich muss jetzt erstmal hier wenden auf dem Gelände von der Firma. Damit wir dann Oh Gott, was liegt denn da rum? Müll, Folien. Ist das ein Riesenkondom?
jetzt sagen, dann melde ich mich auf dem Auflieger. So Leute, wir haben jetzt abgeladen. Ich habe jetzt leider vergessen, die Kamera mit nach hinten zu nehmen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Für euch hoffentlich. Wir fahren jetzt erstmal ungefähr 1:30 Stunden bis zum nächsten und dann sind wir leer. Egal. Und wie geht's dir heute Morgen, Liam? Gut. Das ist immer schön zu hören. Ich bin noch ein bisschen müde, aber sonst... Ein bisschen müde? Ja. Ja, ein bisschen müde darf man mal sein. Ja. Schwitzi. Ich mag England und du? Ich auch. Ich habe gerade so Hungerbauchschmerzen, deswegen tut es halt weh, dass wenn. Ja, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich halt rede irgendwie. Wir haben jetzt 96 Kilometer zum nächsten Kunden hier, ne? Ja. Dann würde ich sagen, dann melden wir uns gleich nochmal, ne? Ja, ciao. Nur gucken, dass man es aussieht in der Kamera. Ja. Guck mal, Leute, ich habe die Kamera kurz angemacht wegen dieser Skisprolke. Guckt euch die mal. Da ist ein Tunnel oder sowas. Ja. Da ist bestimmt mal eine Eisenbahnlinie gewesen. Oder da ist eine, weil da ist eine Eisenbahn. Eingezeichnet ist er noch, aber der Tunnel sieht nicht aus, als wäre er noch in Betrieb. Ah. Ist eine schöne Gegend hier, ne? Da laufen sogar noch Leute. Ja, gerade hier schön bei Ebbe. Kriegst du immer was zu sehen bei mir, ne? Theoretisch könnte man da jetzt reingehen und wenn dann Flut kommt, wird man so hochgeflutet. Liam, da kannst du nicht reingehen. Da ist so viel Schlamm, dass du versinken würdest. Ach so, also wie Treibsand? Ja. Ganz viel Schlick. Und da, guck mal, da liegt doch irgendwas Komisches drin. Oh, hier schön die Klippen. Oh mein Gott, das ist cool. Porsche, ich habe einen Porsche gesehen. Guck mal, da vorne den Klippen. Jo, wie die aussehen. Ich bin gespannt. Vielleicht fahren wir hier lange. Oh, ich glaube, jetzt kommt Flut. Nein, nein. Oder dauert das noch? Nein. Alle 12 Stunden. Oh. Weißt du, seit. Guck mal, das ist dieser Berg da voller Graffiti. Ja, I love Fred. Jesus, I love you. Aber da muss man schon ganz schön mutig sein, wenn man da oben hochklettert. Ja. Aber trotzdem, warum man das unbedingt vollsprühen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, das soll als Kunstwerk soll das sein. Aber der Felsen da vorne ist cool. Ja. Oh, hier oben. Oh. Man sieht richtig, dass da der Berg auseinandergefallen ist. Ja. Wann kommt jetzt ungefähr wieder Flut? Nee, das weiß ich nicht genau. Das, im Augenblick ist noch Ebbe, weil das Wasser noch Richtung Meer fließt. Ich würde mir das gerne mal angucken, wenn mal Flut kommt. Kann man Arschbombe machen. Ach guck mal, auf der anderen Seite haben sie einen schönen Parkplatz. Aber wir nicht. Oh mein Gott, da sind Kletterer. Da waren Kletterer. Und hier ist ein Bunker mit einem Graffiti.
mit einem Graffiti. Und ich finde krass, es sind in jedem Berg gefühlt sind Bunker drin. Ja. Roofless TV muss hier mal hin. Sieht man jetzt nicht, aber eben war da oben ein Bunkereingang. Ein Bunkereingang. Naja, dann würde ich sagen, dann machen wir an der großen Brücke gleich nochmal an, ne? Nein, ja. Und nein, Leute. Also, wir sind jetzt bei der Brücke. Und wie ihr seht, stittete Stau. Ich sehe noch keinen. Oh mein Gott, geht die war lange. Die Brücke, die du gesehen hast, das ist die da drüben. Klein. Oh mein Gott, die andere Riesel. Das ist doch die Golden Gate Bridge. Nein, 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 aber sie ist schon gar nicht ohne. Das ist die Prince of Wales Bridge. Sind wir schon in Wales? Sobald wir drüber sind, ja. Prince of Wales. Auf der anderen Seite ist Wales. Krass. Siehst du diese. Guck mal da aus dem Meer. Siehst du diese Insel? Welche Insel? Da hinten. Da ist doch so eine Insel. Ja. Wer wohnt da drauf? Bei Flut ist hier überall Wasser, ne? Das ist jetzt nur, weil Ebbe ist, sieht man das lang. Man muss das auch mit der Kamera so zeigen, dass die Leute das auch sehen können, ne? Ja, hier das ist jetzt das Teil, aber. Oh, guck mal da hin, diese riesigen Stützen. Ja. Aber bei diesem Land, das würde man doch direkt versinken, oder? Ja. Das ist Matsch. Warum können da die Möwen darauf stehen? Ja, weil die Möwen nicht so viel wiegen wie ein Mensch. Und weil die platte Füße haben mit Schwimmhäuten. Oh mein Gott, ist die lang. Wir sind schon die ganze Zeit auf der Brücke, ne? Echt? Ja. Echt? Warum wird die denn eigentlich noch gebaut? Naja, mit Straße reparieren. Häuser sanieren. Mitarbeiter schlagen quasi jeden Tag blamieren, aber ich lebe meine Arbeit, Mädchen gerade blamieren. Also guck nicht nur mit deinen hässlichen Augen. Ja, ich bin, habe die besten Singskills. Wie kann eigentlich die Brücke in diesem Schlamm stehen? Naja, das sind natürlich Betonpfeiler, die keine Ahnung, wie tief in den Boden runtergehen. Ne? 1000 Milliarden Kilometer. Die sind ausgeschachtet und dann werden die Pfeile, die haben ein richtig tiefes Fundament. Eine Million Kilometer. Natürlich wird auch an diesen Brücken regelmäßig gearbeitet, weil sie müssen immer saniert werden und geguckt, ob alles okay ist. Ja. Weil die ist ja auch schon ein paar Tage älter. Nur ein paar Tage? Und hier sind ganz viele Baustellen, Autos. Guck, hier kommt neuer Asphalt drauf. Ja. Man könnte diesen Metallstäben bis nach oben klettern. Meinst du? Macht man natürlich besser nicht, aber kann man machen. Ja, Babu. Oh mein Gott. Die Brücke hängt doch eigentlich nur an diesen Pfeilern, oder? Der hat den Boden aufgerissen. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 5128 Metern. Na, 70.000 Fahrzeuge fahren hier pro Tag circa drüber. Aber es ist doch Stau. Gebaut wurde, also der Baubeginn war 1992 und fertiggestellt wurde sie 1996. Also ist sie doch schon ganz das alt. Längste Stütz, die längste Stützweite ist 400,
56 Meter. Jo. Schon nicht schlecht, ne? Ja. Hier könnte man schon von diesen Pfeilern, könnte man schon Fallschirm springen oder von der Brücke. Base Jump. Ja, wir sind noch nicht in Wales. Wir sind noch in Great Britain. Wir hey, du bist auch in Wales, bist in Great Britain. Wir sind noch in, also wenn, dann musst du sagen, wir sind noch in England. Du verwechselst das immer. Ja, wir sind noch in England. It is to say a genealogy. Jetzt fahren wir ins Land der Drachen. Und wo hat, ach, da hinten hat sich der Drache schlafen gelegt. Nee, das muss woanders sein, weil es gibt noch viel, viel höhere Berge. Aber Wales ist echt wunderschön. Die Leute sprechen so ein bisschen komisch, aber ansonsten wunderschön. Wie kommen die denn zu dieser Insel dahin? Boot. Und wenn sie keine. Und wenn Ebbe gerade ist? Ist da Eis drauf? Nein, Matsch. Da wächst sogar schon Rasen. Das ist wie beim Wattenmeer, weißt du? Ja, oh mein Gott. Guck mal, hier wächst jetzt sogar schon dieses grüne Dingsbums. Krass. Wir sind noch in England. Na, offiziell bist du ja schon in Wales. Cool, ich bin in Wales. Aber auf diesem Gras kann man gehen. Oh, weiß ich nicht. Vielleicht kann man darauf gehen. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Cardiff. Cardiff. Denn unser nächster Ort, in dem wir müssen, der heißt Sully. Sully Bonani. Sunny. Oh nein, hör auf! Sunny Bonani. Nein, stopp die Sunny. Aufnahme, kommt es gut jetzt. Bis später, Leute. Ciao. Leute, wir werden hier die ganze Zeit gefoltert. Oh, guckt euch das an. Wir werden die ganze Zeit gefoltert hier. Oh. Und dann so, das passt perfekt. Noch nichts heute gegessen und dann kommt das. Oh. Wir machen ja gleich Pause, frühstücken mal. La, 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 la. La, la. Okay, aber guck, dieses Space, ach, das ist wie bei so einem Schwein, das hält die Karotte und wir fahren hinterher, oh, nein, das ist, wir fahren hinter so einer Karotte hinterher und die ganze Zeit wollen wir dieses haben. Ja. Oh, lecker. Jetzt bin ich nur wegen dem Teil jetzt auf die Idee gekommen zu filmen, damit ich euch auch foltern kann. Oh, lecker, 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 lecker. Und hier in Wales ist das eigentlich jeder 50. LKW hier kommt aus dem Ausland. Hier, es ist eigentlich jeder LKW hier kommt aus Großbritannien. Great Britain. Great, great, great. Sorry. Ey, nicht rülpsen. Sorry. Ich habe auch gerülpst, aber trotzdem mit Absicht. Ja. Oh, guck mal, wir werden jetzt von einer Erdnussbutter oder was das da überholt. Ist da Fritz Meinecke da drin? Nein. Oh, Kingsmeal. Oh, was soll das? Pancakes. Junge, guckt euch das an. Was soll das? Oh, so ein Zufall, ey. Boah, das Leben sagt ja, mach mal Frühstück, ey. ist so. Voll lustig, ey. Und dann gleich, was passiert, ist halt, es regnet Pancakes. Und was passiert? Unsere Scheiben gehen nicht runter. Ja, echt. Mann, was soll das? Also, das Leben, echt. Manchmal ist es gut. Oh. Zum Glück habe ich die Kamera angemacht. Das würde dir sonst wieder kein Mensch glauben, ne? Ja.
Ja. Nein. Habe ich einen Beweis. Aber lass mal zusehen, dass wir das Video nicht zu lang werden lassen. Ja. Na, okay, dann ich beende die Folter für euch. Für uns. Heißt es weiter? Weiterleiten. Ciao. Oh, guck mal, da oben ist eine Magnete. So, mein Papa entlädt jetzt bei diesem Kitchensladen. Irgendwas gibt's da. Da hat er jetzt ganz lange nicht mehr abgeladen. Und ich habe einfach kurz die Kamera angemacht. Da hinten ist das gute Stück. Und ja, hoffe, es geht euch gut. Würde ich sagen, melden wir uns später wieder. Guckt euch das an, Leute. Das sieht jetzt auf der Kamera gar nicht so krass aus, aber in Real Life. Das ist ein ganz schön großer Hafen, ne? Nicht der Hafen, die Berge. Ja, die sind auch toll. Der Hafen ist auch groß, aber guckt euch mal die Berge an. Hier hat sich der rote Drache schlafen gelegt. Als ich das gesehen habe, habe ich direkt die Kamera an. Zieht euch das mal rein. Das kommt auf der Kamera sieht das gar nicht so krass aus jetzt, aber in echt ist das wow. Echt schön, ne? Oh Gott, und wenn man jetzt so drauf zukommt. Durch einen Tunnel in dem Berg oder? Nee. Oh Mann, ich würde gerne durch den Tunnel jetzt. Oh, hier ist Wasser sogar noch. Trinkwasserreservoir. Trinkwasser? So, ist hier das Trinkwasser? Genau, für die ganze Region. Ist das nicht, also, aber das ist doch gar nicht sauber. Das wird dann aufbereitet, aber ja, dann auch das ist sauber. Das wird noch mal aufbereitet, bevor es durch den Wasserhahn geht. Ja. So. Zieht euch das mal rein. Und jetzt kann niemand mehr sagen, ich brauche nicht ins Ausland reisen. Deutschland ist so schön. Wir haben sowas Schönes, ey. Dann, wenn ihr so jemanden kennt, der so drauf ist, zeigt ihm das. Und das ist ja nur ein kleiner Teil, den du jetzt siehst von Wales. Also Wales ist ja noch viel schöner, wenn man ins Land reinfährt hier. Ja. Das hier ist ja nur der Beginn. Der Beginn auf einer Reise. Ja. Das könnte man so für einen Film nehmen. Und mittendrin wir im LKW und chillen hier. Ja, wir haben jetzt noch 18 Kilometer bis nach Swansea. Und ich würde sagen, wir melden uns kurz vorher nochmal wieder, oder Liam? Ja. Freunde, so, willkommen zurück. Jetzt habe ich ja mal die Kamera in der Hand hier. Ja, wir sind leer. Empty. Way back home. So wie sich das gehört. Und ich will den jetzt überholen und genau jetzt kommt hinten ganz viel Verkehr. So, jetzt können wir aber mal rausziehen hier. Also, es ist Mittwoch, 16.27 Uhr und wir sind auf dem Weg nach Hause. Und das ist schön so. Ich meine, wir beide freuen uns. War ja so oder so eine relativ entspannte Tour, möchte ich mal sagen, weil ja, wenn du beim ersten Kunden quasi leer machst und hast dann nur noch einen Kunden, der mehr als einen Kubik bekommt, ja, das ist
schon fast Urlaub. Aber sagt es bitte nicht zu laut, sonst ziehen sie mir den tatsächlich nur ab. Das war ein Witz. Ja. Wir sind jetzt hier gerade auf Höhe Cardiff. Auf dem Weg Richtung Bristol. Dann London. Also sind bis London ist noch 151 Meilen. Wir sind auf der M4. Und bis Dover sind es 366 Kilometer. Wenn ich durchfahren würde, was nicht mehr in meiner Zeit liegt, doch mit einer 10 Stunden würde ich sogar bis in den Hafen kommen, aber da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir fahren ganz gemütlich morgen früh. Und warum? Alleine schon damit Sohnemann englisches Frühstück mal probieren kann. Na? Ist da Bescheid. So, ich würde sagen, ich melde mich dementsprechend mal später nochmal und ja, sag bis gleich. Bin ja hauen. So, Freunde, diese Aufnahme, die ich jetzt gerade mache, die habe ich eigentlich gerade schon gemacht, aber die Kamera hatte irgendwie keine Lust, sie aufzunehmen. Klingt komisch. Ist aber so. Ja. Es ist Donnerstagmorgen, wir sind auf dem Weg zur Fähre. Liam, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hatte schon Frühstück, krieg mein zweites Frühstück. Und ich habe voll gut geschlafen und ich freue mich auf die Fähre. Und ich freue mich auf nächste Woche, denn da geht's wieder nach Großbritannien. Genau, also nächste Woche fahren wir wieder nach Großbritannien. Nicht nach Wales, sondern wie gesagt nur Großbritannien, aber das wird trotzdem toll, auf jeden Fall. Oh, da vorne hat gerade einer so stark gebremst, dass es jetzt hier nach Gummi riecht, ne? Stimmt. Ja, das ist, weil die Leute nicht im Abstandstempomat hintereinander herfahren, sondern einfach wie Wild West. Genau, also wie ihr seht, wir sind auf der A20 Operation Brock. Jetzt macht er da vorne wieder seine komische Rundumleuchte an seinem Dingens da und den Rückfahrscheinwerfer. Na egal. Es sind noch 50 Kilometer bis zum Hafen von Dover. Wie lange das dauern wird, das weiß der Wind. Ne? Das ist halt Operation Brock. Mit dem Zug fahren kann ich nicht, denn Kinder unter 12 Jahren sind darauf nicht erlaubt. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir so oder so viel lieber Fähre fahren. Dann kommen wir ja, noch in Ruhe. Ja, auf der Fähre gibt es nämlich noch ein Fimampi und dann kann ich mein Hobby ausüben. Liam denkt wieder nur an zu futtern. Ja, und ich finde das so cool. Ich krieg gleich einfach leckere Hashbrowns. Boah, ist sehr aufgeregt. Er freut sich einfach mega. Also seine erste, Liam, deine erste Großbritannien-Woche, wie hat die dir gefallen? 10 auf 10 Punkte. 10 von 10 Punkte, sehr cool. Ich finde es eigentlich, ich mag fast jede Tour. Ja. Sehr schön. Aber wenn das so weitergeht, müssen wir gleich stehen bleiben hier, weil irgendeiner da vorne wieder zum Stillstand runterbremst. Ja. Da vorne steht ein Traffic Officer. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier so gebremst wird. Der pennt gerade wahrscheinlich. Echt, ey. Der ist mir seit Donuts im Arm so eingeschlafen. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob der Donuts im Arm hatte. Ja, die für die Traffic Officer ist die Mittelspur. So. Oh. Hinter uns ist ein Auto. Und vor allen Dingen, es ist ja, hier ist ja 30 angeschlagen, 30 Meilen. Keiner fährt hier 30 Meilen. Aber es gibt immer einen. Es gibt einen. Diesen einen. Kennt ihr den? Diesen einen Typen, der so päpstlich ist wie der Papst himself. Kennt ihr den? Der ist hier. Papa, hinter uns ist jetzt ein Auto, das uns eben so richtig scheiße überholt hat. Echt? Und wenn wir jetzt im Stau stehen, dann hat der Karma kassiert. Ja, mit dem Auto hat er nämlich in der Spur hier gar nichts zu suchen. Die ist nämlich eigentlich wirklich nur für LKWs, die das Land verlassen wollen. naja. Das ist jetzt sein Karma, was er jetzt kassiert. Aber wie gesagt, dieser eine Typ, der sich immer akkurat und der wahrscheinlich nur eine Meile langsamer fährt und jetzt spielen alle anderen Ziehharmonika. Boah, der Opel ist aber was laut, beziehungsweise der Vauxhall. Der Vauxhall Corsa. Ach ja.
Naja, Freunde, so. Was soll man denn groß sagen? Ja, wie gesagt, wir werden auf die Fähre fahren. Das Wetter ist okay. 20 Grad ist jetzt endlich mal nicht so heiß. Warte, ich muss Wobei, es ist sagen. Morgens um 28 Grad in England. Auf der Fähre werde ich euch eine Essenstour geben. Genau, also Liam hat beschlossen, er will die Kamera mit auf die Fähre nehmen und dann soll er das auch mal machen und soll das einfach mal aus seiner Sicht filmen. Mein Tablet auch. Und dann denke ich mal, wird das auch eine ganz coole Aufnahmegeschichte. Wir können das ja so machen. Du holst schon mal dir Essen und ich reserviere schon mal einen Platz. Weil ich habe ja Sachen gemacht. Das kriegen Liam, das organisieren wir dann, wenn wir da sind, okay? Ja. Ist schon ganz aufgeregt, der junge Mann. Ganz, ganz aufgeregt. Naja. Ich bin nicht aufgeregt, ich bin mega aufgeregt. Er ist mega aufgeregt. Naja, bis später, Leute. Ciao, Kakao. Wie sagt Lina immer, ne? Ja. Lina sagt immer Ciao, Kakao. Also schöne Grüße nochmal an Lina. Ja, und an Basti. Und an Basti. Und natürlich auch an Klaus und an Thomas. Und an Hans-Holz, an Dirk, an Berchi, an Andrea. Genau. An Kirsten. An Jean-Luc. An Heinz. Heinz. Florian. Ich grüße euch einfach alle. Ich kriege jetzt so viele nicht wieder auf die Kette. Und das tut mir ehrlich gesagt schon fast wieder leid, weil jetzt habe ich angefangen und habe wieder welche, die ich nicht erwähne. Das tut mir echt leid. Bicycle TV, grüß dich. Klaus, wie Richter? Na, Klaus habe ich schon gegrüßt. Aber da gibt es so viele. Basti, genau. Dagmar und Jürgen, euch grüße ich natürlich auch. Und ich grüße euch alle. Wie gesagt, sorry, ich kriege das jetzt nicht auf die Kette, jetzt so viele Namen zu nennen. Das kriege ich einfach nicht hin. Und das tut mir... Micha, dich grüße ich auch. Reinhard, Sachsman, euch grüße ich natürlich auch. Mensch, ich grüße einfach alle. Na Liam, wir grüßen einfach alle, okay? Ja. Gut, dann bis später. So Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind eine Menge Leute unterwegs, die dieses Land verlassen wollen. Hurra! Das heißt, wir haben ja so eine LKW-Fahrer-Lounge, das heißt... Ja, außerdem sitzen verschiedene Fähren. Ja. Aber es sind echt verdammt viele Menschen hier. Verdammt viele. Und das morgens um 9. Morgens um 9 ist hier schon richtig Halligalli. Aber richtig Halligalli. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir noch die 10 Uhr Fähre oder müssen wir mit der 12 Uhr Fähre fahren? Also müssen wir 3 Stunden warten. Das wäre doof. Aber wir werden es ja gleich sehen. Im Augenblick geht erstmal für LKWs gar nichts vorwärts, weil da vorne wird wieder künstlich gestaut. Ne, weil du kannst ja auf jeden LKW könntest du ja genauso gut ungefähr 4 Autos packen. 3 bis 4 Autos, je nachdem. Und dementsprechend verdient man natürlich auch ein bisschen mehr, wenn man hier... Ne, einfach Bauch streicheln und Daumen drücken. Ja, der Freund fährt gerade eine DFDS ab. Tja. Oh ja, die fällt auch. Ich bin immer gespannt. Wir melden uns später nochmal wieder. So Freunde, wir rollen. Jetzt geht's auf die Fähre. Ich werde doch mal die Kamera mit auf die Fähre nehmen. Um euch einen kleinen Blick zu verschaffen. Jetzt geht's auf die Fähre. Also wir sind jetzt noch in Dover, in Großbritannien und fahren jetzt mit der Fähre nach... Welches ist das nochmal? Ja, good morning, sir. Wir fahren jetzt nach Frankreich, ich weiß gar nicht, welche Stadt genau oder welcher... Dünkirchen. Nach Dünkirchen.
Hört sich an wie Deutschland, ist aber Frankreich. Dünkirk. Ja, auf Französisch heißt es auch Dunkirk. Ja, Dünkirk. Jetzt fahren wir auf die Fähre. Ah, wir fahren auf diese Fähre. Nimmst du gleich die Kamera mit nach oben? Ganz vorsichtig, ne? Ja, du hast alle Zeit der Welt, Liam. Alle Zeit der Welt. So. Machen wir das Auto zu. Schließe ich das Auto auch noch ab. Ich gucke noch mal immer, so wie ich es immer mache, ob die Feststellbremse drin ist. Komm her. Durch. Das sieht man hier nach. Auf den Fahrstuhl? Ja, wieder Fahrstuhl. Ist das der heilige Fahrstuhl wieder? Das ist der heilige Fahrstuhl, genau. Nein, das ist nicht der heilige. Wir kommen jetzt hinten am Schiff rauf. Oh. Ich dachte, das wäre der heilige Fahrstuhl. Nein, das ist nicht der heilige. Wofür? Hä? Das ist der halbheilige. Ich dachte, das wäre der LKW. Ja, der heilige Fahrstuhl. Wer kennt ihn schon? Dann würde ich sagen, melden wir uns, wenn wir da sind.
So, wir sind jetzt von der Fähre runter. Wie ihr sehen könnt, fahren wir jetzt, wir sind noch in Großbritannien, fahren jetzt... Nee, das ist schon offiziell wieder alles Frankreich. So, also wir sind jetzt schon in Frankreich. Ja. Ja, und jetzt fühle ich noch ein bisschen für euch. Schon cool, ne? Ja. Also ganz hochoffiziell bist du jetzt wieder in Frankreich. Da an dem Schiff. Und ich bin jetzt. Wie war denn so? Erzähl doch mal den Leuten so, wie du deine erste Großbritannien-Woche erlebt hast und ob du da noch mal Lust drauf hast oder so. Ja, also wir erfahren ja nächste Woche, fahren wir noch mal England. Und ich habe richtig Bock. Vor allem, ich finde das Geilste, dass es auf der Fähre so leckeres Frühstück gibt und auch so leckeres Mittagessen. Das ist so lecker. Und es gibt kostenlose Cola. Naja. Und kostenlose Sprite. Aber was macht er denn da? Jetzt sind wir nicht schnell genug, ne? Bubu. Es gibt manche Leute, die sind so unentspannt. Da vorne müssen wir so oder so alle auf eine und dieselbe Spur. Ob er jetzt hier an uns vorbeiballert oder nicht. Das sind halt so Leute, die haben die Intelligenz einer Amöbe. Ich frage mich, wie schaffen solche Leute es durch die Führerscheinprüfung für den LKW? Ne? Oder? Sorry, Liam. Ja. Erzähl ruhig weiter, sorry. Nicht lang. Erzählt. Ja, ich will nicht was. Hab ich dich jetzt abgewürgt? Ja. Es tut mir leid. Nein, das war's nicht. Ich will wieder auf die Fähre. Tschüss, Fähre. Ich würde am liebsten einen ganzen Tag da drauf verbringen. Mhm. Das ist cool da. Na, ich finde 2,5 Stunden ist genug. Nein, ich meine, da kann man cool Monopoly spielen. Ja, wir können cool Monopoly spielen. Das macht ja auch Spaß. Aber ich finde trotzdem 2,5 Stunden. Naja, wenn man... Wenn man doppelt essen... Achtung, soll ich die Kamera wegmachen, weil das Polizei ist, oder? Die wollen nichts von uns. Bestimmt stoppen die jetzt den einen Typen. Nee, die fahren hier erstmal voll durch. Und der LKW, der denen entgegenkommt, der kapiert es nicht. Der wird nicht langsamer. Doch jetzt. Ja, du erlebst ja hier Sachen, ne? Kann dir was sehen? Ich weiß nicht. Ich sehe gerade nichts da hinten. Ja, die sind schon ziemlich weit weg. Irgendjemand wollen sie stoppen. Vielleicht hat irgendeiner sich durchgeschmuggelt, der eigentlich hätte zum Zoll gemusst oder so. Weil Nationalpolizei. Also Police National, mit denen hast du normalerweise so nichts zu tun mit dem LKW. Was ist denn so schlimm, dass man da nicht... Warum muss man denn zum Zoll manchmal? Na Liam, das ist folgendermaßen. Also, bevor es die Europäische Union gab und den und alles, was damit zusammenhängt, war es immer so, dass jeder, wenn er Waren, zum Beispiel aus Deutschland, nach Holland bringen wollte, der musste dafür Gebühren bezahlen. Und das sind Zölle. Zollgebühren. So. Dafür, dass er die Ware in das Land bringt. Weil, wenn jetzt jemand zum Beispiel, stell dir vor, du hast zwei Länder, die liegen direkt nebeneinander. In beiden wird Kartoffeln angebaut. Ja. Und man kauft jetzt aber günstige Kartoffeln aus dem anderen Land, anstatt die teuren aus dem eigenen Land. Dann ist das ja unfair und so, ne? Ja. Und deswegen gibt es darauf, kann man zum Beispiel Strafzölle aufholen. Dass man sagt, okay, wenn ihr zum Beispiel, Amerika macht das zum Beispiel mit chinesischen Autos. Die sagen, wenn ihr unsere amerikanischen Autos nicht haben wollt und ihr wollt lieber chinesische Autos kaufen, dann könnt ihr das gerne machen, aber dann bezahlt ihr dafür Strafgelder. Ja. Ist ein bisschen schwierig und ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen geht es halt einfach nur darum,
dass jeder will an einem Geschäft was verdienen. Jeder. Kennst du die Hanse? Nein. Na, was ist eine Hansestadt? Eine Hansestadt? Eine Hansestadt. Nö. Hansestadt Hamburg, Hansestadt Erfurt. Kennst du doch. Hansestadt Darmstadt. So, die Hanse, das war früher, weil das, was ich dir gerade erzählt habe mit den Zöllen, das gab es früher auch zwischen den Städten, zwischen den einzelnen Fürstentümern. Und dann haben sich verschiedene Städte und Handelsvertreter zusammengetan und haben gesagt, okay, wir gründen eine Union, dass zwischen uns, wenn wir handeln, bei uns gibt es keinen Zoll. Verstehst du? Ja. Und im Grunde genommen ist die Europäische Union sowas wie eine riesengroße Hanse. Ja. 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 Schön blauer Himmel. Ja, wo wollen wir denn heute Feiern machen? In welchem Land? Schauen wir mal, ich hab noch gar nicht. Ich kann ja mal gucken, also das sind so um die 500 Kilometer bis nach Hause. Aber ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Auflieger ist noch nicht fertig. Deshalb brauchen wir auch nicht holen. Was meinst du mit Auflieger ist noch nicht fertig? Der neue Auflieger ist noch nicht fertig. Tschüss. Mal gucken, wann wir theoretisch zu Hause wären. Fragen wir mal Tom. Also, Tom sagt heute Abend um 9:30 Uhr. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal noch mal eine Nacht im LKW schlafen. Weil um 9:30 Uhr brauchen wir nicht mehr nach Hause. Da schläft dein kleiner Bruder und da schläft auch schon hoffentlich deine Schwester. Moin, Leute. So. Wir melden uns hier mal aus der Umgebung von zwischen Gent und Antwerpen, sagen wir es mal so. Kann jemand sagen, was hier los ist? Ja, hier ist ein bisschen Stau und Feuerwehren kommen durch. Ja, irgendwas Guck wird schon sein. Guck dir doch mal das Wetter an. Ja, das Wetter ist sehr komisch. Also ihr seht das ja. Das ist gerade irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Fabrik. Also ihr seht jetzt, glaube ich, gerade ein oder zwei oder drei von diesen Windrädern, aber da sind... Da müssten 15 oder 20 Stück müssen Guck da mal, stehen. Guck mal, das wird immer dichter. Ja. Was ist hier los? Ja, Lia, mach dir mal keine Sorgen. Kein Weltuntergang. Das ist einfach nur... Das ist durch... Wahrscheinlich ist hier ein Gewitter durchgezogen. Das draußen ist ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Ist das hier normal? Und es riecht nach Sommerregen. Also nichts Schlimmes. Ist das hier normal? Das ist Antwerpen. Ja, das ist normal. Hier kracht es öfter mal. Weil die Leute einfach fahren wie... Wie so Aushilfsschwungis. Ich dachte gerade, es hätte. Hä? Auf einmal sprichst du vom Gewitter, jetzt sprichst du von einem Unfall? Liam, das Wetter, das liegt wahrscheinlich daran, dass hier ein Gewitter durchgezogen ist. Es war sehr heiß die letzten Tage und wenn jetzt hier Regen runterkommt, dann verdampft natürlich alles. So ist völlig normal. Ja. Und der Stau, das liegt einfach daran, dass hier Antwerpen ist. Es ist immer Stau. Und dann knallt es auch mal, dann gibt es auch mal einen Unfall. Pff, kann passieren. Hoffentlich nichts Schlimmes für die Beteiligten und alles andere ist okay. So. Warum machst du eigentlich die Kamera jetzt an? Einfach nur, um so ein bisschen zu filmen und nochmal den Leuten so ein bisschen so einen Stand zu geben. Damit zu wissen, was gerade bei uns abläuft. Ja, bei uns geht gerade die Welt unter. Wie geht's denn bei euch? Bei uns geht doch nicht die Welt unter. Es ist so wirklich so ein bisschen so. Nein, jetzt nicht überdramatisieren. Alles wird gut. Die Welt geht unter. Guck mal, der vor uns, der hat richtig ein paar Rohre geladen. Ein paar Plastikrohre. Was für Rohre? Das sind Plastik-Abwasserrohre. Ah, okay, ich dachte, du meinst andere Rohre. Nein, Rohre halt. Naja, Leute. So. Wir werden jetzt erstmal noch eine Runde fahren und sagen mal bis später. Rinjahauen! Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. So, es ist Freitagmorgen, kurz vor 10. Und wir sind seit letzter Nacht am Hof. Dementsprechend ist jetzt Wochenende. Die Schuhe ist vorbei.
Wir haben Wochenende und starten am Sonntag wieder. Gemeinsam auf einer Großbritannien-Tour mit 6 Kunden. Und das wird echt, echt lustig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich sagen, setzen wir jetzt erstmal gleich einen Hashtag. Was soll man denn sagen? Ein Schlagwort, welches dieses Video ganz gut trifft. Welches? Jeder, der nicht abonniert, ab in so Gullideckel. Nee, ab in so Gullideckel ist zu lang. Ja, was machen wir denn jetzt als Schlagwort? Habt ihr eine Idee? Ein Hashtag? Schreibt doch mal einen schönen Kommentar rein. Schreibt vor allen Dingen auch uns mal, wie euch das gefällt, das Ganze so aus quasi Jugendaugen zu sehen. Kinderaugen darf ich ja nicht mehr sagen, weil mein Sohn und man sich selbst nicht mehr als Kind identifiziert. 50 Jahre. Und ja, lasst uns ein paar nette Worte da oder Kritik dürft ihr natürlich auch gerne äußern, denn nur daran kann man besser werden. Ja, meine Stimme ist gerade so ein bisschen weg. Ich bin ein bisschen erkältet offensichtlich. So seit letzter Nacht. So ist das manchmal. Ja, genau. Daumen hoch, Kommi in die Kommentare und dann sehen wir uns schon in einer Woche wieder. Bis denn, Rinja hauen. Wolltest du auch noch was sagen? Ich gebe dir Schakalaka Boom Boom Boom. Ihr habt's gehört. Bis später.